Als ob jetzt noch, imagine, du musst in 10 Stunden ausgesetzt sein und jetzt könnte alles scheitern. Erste, das ist die allererste Regeländerung, die allererste richtige Regeländerung, die wir so im Seven vs. Wild Design sehen und wahrnehmen können. Er überlegt echt wirklich, ob er jetzt nicht mitmacht. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute geben wir uns die zweite Folge der Doku-Reihe, die jetzt schon läuft, über die zweite Staffel von Seven vs. Wild, Freunde. Und ich möchte auch hier nochmal ankündigen, wir werden uns dieses Jahr Seven vs. Wild komplett zusammen ansehen. Die Folgen kommen, soweit ich weiß, immer Samstag und Mittwochs um 18 Uhr raus. Wir werden also am Sonntag und am Donnerstag um 18 Uhr jeweils direkt die Reaction zu der neuesten Seven vs. Wild Folge online haben. Ich bin dafür viel zu gehypt. Ich habe es letztes Jahr alleine geguckt und war da aber so into it, ich war so gehypt, ich habe so mitgefiebert, habe mir alle Reactions angesehen und habe immer die Folgen 2, 3, 4, 5 Mal geguckt. Und ich habe dieses Jahr Bock, weil ich einfach so gehypt bin. Ich freue mich auf die Teilnehmer, ich freue mich auf das neue System, ich freue mich auf die Staffel, ich bin einfach gehypt wie auf, keine Ahnung was, eine neue, richtig geile Marvel-Serie oder sowas. Ich freue mich drauf und diesen Hype möchte ich mit euch da draußen teilen. Von daher geben wir uns jede einzelne Folge komplett hier zusammen auf meinem Kanal. Jetzt aber schon die Doku-Reihe. Wer es nicht mitbekommen hat, Dave, der Teilnehmer vom letzten Mal, der nicht ganz so super weit gekommen ist, ja, macht ja ultra qualitativ hochwertigen Content immer bei sich auf dem Channel. Und er hat mit dem Seven vs. Wild Team quasi eine Doku-Reihe gemacht über die Entstehung, über Seven vs. Wild und auch jetzt die Produktion der zweiten Staffel. Die erste Folge davon ist schon draußen, die habe ich mir auch alleine angesehen, aber da dachte ich, nee, diese Doku-Reihe an sich hypt mich jetzt schon so krass, dass ich heute auch mit euch jetzt die Doku-Reihe zusammen ansehen werde. Wir starten jetzt also mit der zweiten Folge. Ich bin super gespannt, die ist jetzt am Mittwoch rausgekommen, die darf ich auch erst am Donnerstag hochladen, aber gar kein Thema. Ich freue mich drauf. Seven vs. Wild Ankunft 24 Stunden vor Aussetzung. Wir sehen jetzt schon das Teilnehmerfeld, wie die interagieren, wie viel Angst haben die. Wer ist tendenziell am besten vorbereitet und wer freut sich vielleicht sogar richtig doll drauf und wer hat einfach nur Angst. Ich bin richtig gespannt, alle zu sehen. Ich freue mich und wie Fabio sagen würde, Hype, Bock, Angriff. Let's go. Ich freue mich richtig, Mann. So, dann. Jetzt ist es dann soweit. Oh je, Freunde. Holy shit. Heute Sascha fucking Huber. Puh. Ja, jetzt wäre ich auch nervös. Mein Spaß. Es wird crazy. Es geht los. Nova. Ich hab sehr Bock, ich bin sehr hyped. Ja. Bro. Jetzt geht's los. Ich hab die ganzen Storys nie gesehen. Gefühle, die kannte ich noch überhaupt gar nicht. Es ist krass, es ist krank. Geil. Bevor es dazu gekommen ist, dass die Seven vs. Wild Staffel 2 Teilnehmer wirklich in Südamerika angekommen sind, ist unheimlich viel passiert. Es mussten unvorhersehbare Probleme gelöst werden. Es kam zu Verletzungen im Team und es musste eine Menge organisiert und vorbereitet werden. Um euch hier aber die ersten Momente der Teilnehmer so ungefiltert wie möglich vor Staffelstart am Samstag zeigen zu können, haben wir uns entschieden, dieses Video jetzt schon zu veröffentlichen. Geil. Alles, was bis zu diesem Punkt und darüber hinaus passiert ist, erfahrt ihr in den nächsten Folgen von Seven vs. Wild Behind the Scenes. Geil. Da sind sie alle schon zusammen. Junge, wie cool. Oh mein Gott, imagine, du triffst sie am Flughafen, während sie da losdüsen gerade. Das ist krass. Seven the Wilds. Geil, Junge. Ja, alles gut. Ja? Wenn mir nicht euer Backstage-Reporter so Nachrichten noch 3 Tage vorher macht, dass er so heilfroh ist, hier nicht teilzunehmen, weil es schlimmer ist, als er es je gedacht hat, dann wäre alles okay. Dave, oder was? Ja. Junge, ich find's so geil. Es hat so ein geiles Feeling jetzt schon, Mann. So ein abnormal geiles Feeling. Oh, ich freue mich, die alle kennenzulernen. Ein paar kenne ich ja gar nicht. Wenn mir was passiert, dann kriegen die Herren von Wandermut eine Klage, aber das ist schallert. Geiler Vibe jetzt schon, ganz ehrlich. Wir sind wirklich da. Wir sind da. Und alle Leute, die gesagt haben, aber vergiss es. Wir sind angetreten. Und anzutreten bedeutet schon echt viel. Wir haben telefoniert, nächtelang. Wir haben Eier gezeigt. Sascha auch. Aber ich finde, man sieht bei Sascha, er hat ein bisschen Eier flattert schon. Aber Bro, ich hätte es nicht gepackt, da hinzugehen. Ich wäre da schon raus. Soll ich es morgen oder nicht? Wir sterben, Krokodile. Und wir sind da. Wir haben es gemacht. Junge, ich freue mich so. Ob es eine gute Entscheidung war, wissen wir jetzt noch selbst nicht und noch nicht, aber das wird sich zeigen. Die letzte Kippe von Knossi gefüllt. Das war die beste Entscheidung des Lebens. Die bringen uns um. 7 Meter Halswasser. Wie er sich nach vorne beugt, so. Also, aber nein. Ach, Bro, wie cool. How many live in Panama City? Peoples.
No English. Ja, okay, so wie Knossi auch. Spanisch. Okay, por favor. Uno, dos, tres, people, Panama City. Thousands. Der arme Fahrer. Der arme Fahrer. Quadro mio. Oh, ey, guck mal, die haben sich aber... mit meinem Spanisch. Die haben sich hier verständigt bekommen. Wow, ich bin stolz. Boah, ey, ich bin so gehypt. Freunde, ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Ich hoffe, ihr seid am Start. Verteilt gleich Zimmerkarten für alle. Und dann macht ihr euch einmal ein bisschen frisch und um 7 treffen wir uns wieder hier unten in der Lobby und dann Abfahrt. Was? Abfahrt? Also, wir können hier was essen oder an einer geileren Location, wo ja noch so ein bisschen Skyline von Panama ja, noch mal ein bisschen gern. Also wir gehen essen, Abfahrt zum... Wir gehen jetzt erstmal was essen. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Boah, die letzte Nacht. Krass. Wie gut ist diese Doku auch, Junge? Wie gut ist das gemacht? Wie gut ist das gemacht, Junge? Ein Tag voll mit Briefings. Bitte hört genau zu. Ist wichtig. Dient fast alles dazu. 5.9. Okay, 5.9. 5.9. Ah, guck mal, hier steht 5.9.21. Ah, Dave wird sich schon den Arsch beißen. Für den kleinen Schnittfehler hier. Weil es war natürlich der 5.9.22. Das ist nicht kapiert. Das ist kein Spaß. Wer da nicht aufpasst, ist selber schuld. So, yeah, my name is Tom McElroy. I run a school called Wild Survival. And part of that is running classes out here, where we drop people off and do this kind of experience with a lot more training. So this is a very exciting concept. Knossi versteht nichts, der Arme. Alle lachen und er checkt's nicht. Angefangen mit Tom McElroy, der als Survival- und insbesondere Experte der Region wichtige Einzelheiten über die Insel erzählt hat. Was bringt dich um, was kannst du essen und vor allem aber, was besser nicht. Just the dangers that you're gonna find on the island. Things that you just need to look out for that could really hurt you quickly. Die Teilnehmer erwartet eine bunte Vielfalt an Tieren, Pflanzen und äußerer Umstände, die wirklich gefährlich sein können. Einfach Krokodile und so. Der umgangssprachlich Todesapfelbaum genannte Machinellbaum beispielsweise trägt Früchte, die kaum von normalen Äpfeln zu unterscheiden sind, no. Bei Verzehr allerdings zum Tod führen können. Für sein Gift gibt es bis heute kein Gegenmittel. Sowas gibt es einfach? Okay, dann bitte einmal alle aufstehen, das Ganze jetzt unterschreiben. Oh mein Gott. Jetzt müssen sie diesen Vertrag unterschreiben. Das als gedacht, ne? Diesen Vertrag, es kann sein, dass wir sterben. Wenn okay. Wir sterben, es ist alles, wir sind hier abgesichert. Das ist ganz anders, als wir es gedacht haben. Krokodile sind da. Pass auf, große Bienen in den Herden. Die größten der Welt. Die größten Krokodile, also die Welt. Die größten Bienen der Welt. Und ich sag dir, oh mein Gott. Das Wichtige ist, glaube ich, 2008 gemacht, auch bei meiner ersten Fernsehshow. Ne? Der Vertrag kommt, 32 Seiten. Das nicht heißt, lesen. Und den hat auch Slavko Skripkovsky unterschrieben, sag ich, gib ein Stift. Und dann auch nicht mehr lesen. Es bringt nichts. Das ist alles neu. Ey, Knossi, Junge, ich freue mich so. Ich hoffe ehrlich, dass Jens lange durchhält. Ich hoffe ehrlich, er hält lange durch und ich hoffe, dass wir viel Content von ihm bekommen. Die dir sofort das Bein reinhacken. Das ist ja ganz neu. Wo soll ich mich bewegen? Oh mein krank. Gott, Junge. Krokodile, sehr große, jetzt ja. Knossi, Krossala, es ist noch keine Pause. Wir haben Timing. Da braucht man. Geht nicht anders. Aber kein Problem. Krass. Ein Tag länger als Fritz. Willenskraft. Die Mediziner sind ja gerne an den weißen Hemden, auch in Zukunft. Wir haben einmal Thorsten, die Erste-Hilfe-Ausbilder für Outdoor und unsere Notarztsystem. Und die werden euch jetzt ein bisschen was erklären. Eine Grundregel bei der Outdoor-Ersten-Hilfe und das ist, Prävention ist King. Also alles das, was uns nicht passiert, ist eine wunderbare Sache. Die Regel könnte man auch übersetzen in Don't do stupid shit. Wenn ich mit einer Machete rumwirble, so wie Tom das gesagt hat, sollte ich zusehen, wo mein Bein ist. Wenn ich auf einer Klippe stehe, die 10 Meter hoch ist und mir denke, das wäre ein geiles Bild für die Kamera, denke ich vielleicht nochmal drüber nach, bevor ich runterspringe. Also es gibt verschiedene Dinge in diesem Leben, die einen schneller töten als andere. Und meine erste Frage wäre jetzt an euch, was könnt ihr euch vorstellen, was macht schnell tot? Viel Blutverlust, ganz genau. So, wie stoppen wir eine kritische Blutung? Als allererstes. Blutverband. Nee. Mit der Hand? Mit der Hand, ganz genau. Scheißegal, wo wir irgendwas haben. Angenommen, ich blute am Arm, so ein bisschen, das ist noch von Johannes übrig. Wir nehmen die Hand, wir drücken drauf und wir lassen erstmal nicht mehr los. Thorsten und Islam aus dem Medical Team haben den Leuten dann gezeigt, wie sie sich in Notsituationen selber verarzen. Ja, das geht halt echt so, das geht so ernst, Junge. Von kleinen Verletzungen, Reizungen und Unwohlsein bis hin zu Kopfverletzungen und extremen Blutungen, für die beispielsweise die Anwendung von Tourniquets wichtig sein kann,
und wirklich jede Sekunde Zeit. Merkst du, wie es besser ist? Alter, bist du wahnsinnig, das kannst du doch einer drehen. Das kannst du. Und in dem Moment vor musst du. Am Oberschenkel musst du. Zieh. Und dann den Clip hier drüber. Boah. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal zwei Medikits für jeden. Gut, eins, gut, das bei Öffnungen gut. Wie letztes Jahr zu Punktabzug führt und okay. Eins, das das sofortige Ausscheiden zur Folge hat. Ist dieses Medikit geöffnet, hat der Teilnehmer aber vermutlich eh größere Probleme als die Werte. Oh, okay, ey, finde ich gut. Erste Regeländerung, die allererste richtige Regeländerung, die wir so im Seven vs. Wild Design sehen und wahrnehmen können. Und die finde ich sehr gut. Denn dieses Kit ist, so doof es klingt, geil. Nur dafür da, den Verletzten etwas länger am Leben zu halten. Also, aber geil jetzt im Sinne von, ihr wisst, ich finde das sehr gut, weil es ist noch mal härter als letztes Jahr. Ich finde es gut, dass wir sowas haben. Bis die Rettungskräfte eintreffen. Boah. Das Medical Team und auch die Teilnehmer sind dieses Jahr deutlich besser ausgestattet, geil. Um wirklich für jede Situation wichtig, vorbereitet wichtig, zu sein. Wichtig. Dazu aber sehr ausführlich in den nächsten Folgen mehr. Boah. Paddy hat danach die Basics der Kommunikation und Rettungswege erklärt. Wann sendet man einen Code Green, was im Prinzip ein Totmann-System ist, damit die Zentrale weiß, dass alles gut ist. Kennen wir vom letzten Mal. Wann einen Code Yellow, der eine Abholung des Teilnehmers einleitet, ohne dass Lebensgefahr besteht. Und wann einen Code Red, was so viel heißt wie, der Teilnehmer ist in akuter, lebensbedrohlicher Situation Gott. Und muss schnellstmöglich mit allen verfügbaren Ressourcen aus der Situation gerettet werden. Zum Schluss hat Max noch eine ausführliche Anleitung zur Nutzung der GoPros, SD-Karten und allgemein des Technik-Cases gegeben. Krass. Die Teilnehmer müssen dafür Sorge tragen, dass immer alle Akkus geladen sind, nichts verloren geht safe. Und sie natürlich alles bestmöglich in Eigenregie festhalten, safe. Damit es überhaupt Material gibt, das ihr am Ende zu Gesicht bekommt. All diese Dinge mussten den Teilnehmern zwingend mit an die Hand gegeben werden, damit sie nicht ernsthaft zu Schaden kommen. Wir haben natürlich niemandem Tipps gegeben, sondern dem einen oder anderen wahrscheinlich nur noch mehr Druck gemacht, was aber völlig normal ist, wenn man 8 Stunden darüber spricht, was alles schiefgehen kann. Ey, ja, ey, scheiß auf Tipps geben. Gib ihnen so viele Tipps zum Überleben einfach, Junge. Es geht ja darum, was machen, wenn du wirklich in dieser Situation bist, bevor die vier hier verrecken, so. Junge. Was mach ich? Was mach ich? Drauf. Sehr gut. Das allererste. Wir packen drauf auf die Blutung. Ist das jetzt eine Show? Und keine Angst, nur weil ihr jetzt noch nicht wisst, wer Tom, Thorsten, Islam oder Paddy sind. All diese Personen und alle ihre Aufgabenbereiche werden in den nächsten Folgen hier im Behind the Scenes noch erklärt und gezeigt. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Diese Dokuserie hypt mich auf ein Maximum schon. Sascha, was habt ihr vor? Weg die Haare. Weg mit den Haaren. Sofort. Komplett? Ja. Ehrlich. Biro. Und warum? I'm the King of the Jungle. Schneidest du bei mir und ich bei dir. Die machen echt die Haare sich ab, Junge. Natürlich. Immer noch nur bei dir. Brüder. Die machen sich echt die Haare ab, Mann. Rücken runter. Komm. Ey, ich hätte es eine Team-Episode gegeben, ja? Eine Team-Staffel. Ich hätte Knossi und Sascha zusammen gesehen, Junge. Guck die beiden an. Steht ihm. Das sieht irgendwie gut aus. Mit diesem Haarschatten. Scheiße, Bro. Das sieht irgendwie gut aus bei Knossi. Es passt zu ihm, Junge. Es passt. Ich sehe ihn damit. Super. Jetzt bist du dran. Junge. Kopf runter. Ey, aber so sympathisch. So sympathisch. Du bist derjenige. Super. Machst du mit Übergang, oder? Mit Übergang. Komm her, Wildnis. Perfekt. Super, Mann. Alter, mega. Geil. Aber es ist echt gut. Es ist echt gut. Guck, schaut das aus. Wir sind ready für den fucking Dschungel, Alter. In paar Stunden. Ja, geil. Boah. Geil. Junge, so sympathisch. Diese Doku-Serie, so geil jetzt schon. Okay, let's go. Let's go. Aussetzung in 15 Stunden. Da die Teilnehmer ja komplett alleine ausgesetzt werden, müssen wir uns, bevor sie ausgesetzt werden, um alles kümmern, was wir an Aufnahmen von ihnen brauchen. Also Hero-Shots, Fotos und so ziemlich alles, was das machen sie jetzt deswegen erst. Haben sich alle schon in Schale geschmissen in ihre wirklichen Survival-Outfits und wir drehen und fotografieren sie jetzt. Junge, die machen 15 Stunden, bevor sie ausgesetzt werden, diese ganzen Shots erst. 15 Stunden davor würde ich Panik schieben, essen so viel es geht und schlafen so viel es irgendwie geht. 15 Stunden. Wenn du davor im besten Fall halt 9 Stunden noch schläfst, hast du nur noch 6 Stunden Zeit. Oh. Boah.
Boah, aber cool, cool, dass wir alles sehen können. Ich lieb's. Auch hier ist mal wieder richtig geil zu sehen. Das Ganze ist halt von uns einfach Freestyle produziert. Ich liebe das. Das ist keine Riesenproduktion. Ich liebe das. Wir tun nicht 50 so cool. Leute rum. Das ganze Licht, was kommt, ist nicht aus irgendwelchen LEDs, die aufwendig aufgebaut wurden. Ich find's wir so cool. Wir arbeiten bin so mit den Mitteln, die wir haben. Es ist mega geil und es kommt alles quasi aus der Hand von einem winzigen Team. Das umso ist richtig, geiler ist es. Richtig geil. 13 Stunden. Um wirklich vergleichen zu können, was die 7 Tage körperlich mit den Teilnehmern machen, mussten sie sich nach Briefings und Shooting noch einer kleinen Untersuchung unterziehen. Oh, gemessen wurde Gewicht, Körperfett und Wasseranteil. Geil! Zumindest wurde es versucht. Alles klinisch, alles weiß, alles wirklich desinfiziert. Okay, mein Lieber, ich kann dir nur sagen, es wurde versucht. Letztes Mal wiegen. Und ich fände auch cool, Blut abnehmen, aber vielleicht sieht man da in 7 Tagen nicht so viel an Nährstoffmangel oder so. Sieht man vielleicht nicht so viel nach 7 Tagen, oder? 104 Kilo. Jetzt hatte ich aber heute schon Durchfall 4-5 Mal. Schuhe aussehen, genau. Und Knosse, Junge. Und T-Shirt aus. Gut, dann einfach draufstellen und dann liest du mir nach. Also die Kilogramms und dann die Zahlen dahinter vor. Error. Error. Warum ist das Error? Hä? Was ist denn jetzt los? Error. Aber unangenehmer kann die Situation jetzt auch nicht sein, ne? Oder? 4 Männer in einem Raum, einer nackt. Error. Das ist jetzt schon so gut. Warte. Bleiben. Error! Komm, lass drücken. Komm. Das ist doch Müll. Das ist wirklich Müll. Stellen Sie sich mal drauf, Herr Doktor. Nur mal gucken so. Guck mal, wie ich da stehe hier. Ach, Junge, Knossi, Junge. Also die einzig wirklich verlässliche Angabe sind die Kilos. Aber ich will gern wissen, auch wie viel Fett habe ich wirklich. Das kann doch nicht sein, dass das Gerät jetzt spinnt. Das war der Error. Wie, mein Körperfett ist Error? 38,4, was kommt danach? 42,3, 37,1, 3298. Alright, gut. Ich hoffe, ihr seid alle satt. Wir haben jetzt 11 Uhr. Handyabgabe bedeutet, macht eure letzten Calls, verabschiedet euch, was auch immer ihr machen möchtet. 11 Uhr hier, Handyabgabe und danach. Das ist jetzt emotional gerade schon irgendwie. Schatz, ich liebe dich sehr. Och Mann. Ich werde es überlegen und wenn nicht, Transport der Leiche nach Deutschland. Digga, irgendwie ist gerade ein bisschen emotionale Stimmung aufgekommen. Das wird alles top. Das wird alles. Ich weiß nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich mach so lange, wie es geht und wenn nicht mehr geht, dann drücke ich. Ja, viel Liebe. Und gerade wenn man das von Martin letztes Mal im Kopf hat, dann ist das schon emotional jetzt. Das Handy ist so der letzte irgendwie das letzte Teil der Zivilisation. Komm jetzt weg. Ja, Mann. Ausschalten, oder? Boah, jetzt bin ich nervös. Emotional. Jetzt wird's real. Du kannst dich nicht mehr ablenken. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Boah. Das ist schon echt emotional auch. Also, man denkt ja, es sind nur 7 Tage, aber nee, es ist schon krass. Tschüss, Schatz. Jetzt steht jemand vor meinem Zimmer. Ich muss Handy abgeben. Knossi hat echt bis zum Ende noch versucht. Liebe, wir sehen uns schon bald. Guck mal, mein Held. Ja, Bärchen, wir schaffen das. Ich bin immer bei dir, mein Held. Ach, Mann, Junge, das macht mich irgendwie emotional gerade. Keine Ahnung. Ich kenne das Leben nicht mehr seit in den 90er Jahren, als ich mein erstes Nokia 5110 hatte. Gab es keine Zeit, in der ich kein Handy hatte. Krass. See you back. Eben noch gesagt, gerade noch kacken gewesen mit dem Handy. Erstmal Kuss aufs Display geben. Knossi, jetzt, daher kommt auch der Durchfall, glaube ich. A few days. Krass aber. Boah. Jetzt sind 2 schlimme Dinge passiert. Handy abgegeben. Scheiß auf Social Media, alles egal. Aber der Kontakt zur Familie. Ja. Familie, Freunde, Paulina. Einfach Paulina geweint. Richtig. Das war krass. Zweite Bad News. KFA von 43%. Wenn jetzt ins Bett gehen,
Was passiert? Sascha Huber, Junge. So eine Legende, Junge. Ich dachte, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Mitternacht. Heißt die Viecher. Auf geht's, oder? No fucking excuses, Freunde. No fucking excuses. Irgendein Fitness-YouTuber macht bei so einem Survival-Ding mit. Bei dem Survival-Ding. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Sascha Huber so ein bisschen Fabio-mäßig motivierend sein könnte. Sich selbst pusht bis zum Limit. Weil er ist immer so ein Motivator, immer so ein Pusher. Er hat so viele Challenges schon durchgestanden und zieht's jetzt auch durch. Ich glaube, er wird so sich selbst richtig krass mental pushen die ganze Zeit. Boah, ey, ich freue mich so auf die Folgen, Junge. Ich hoffe, ihr seid auch so am Start oder habt so Bock wie ich. Es wird geisteskrank geil, Mann. Wir werden richtig wilde Theorien starten. Wir werden Predictions machen, wer wie weit kommt. Ich sehe uns da richtig drin, Junge. Ich habe so Bock. Nach der Handyabgabe hieß es dann für alle Teilnehmer ein letztes Mal im eigenen Zimmer, im warmen Bett, schlafen. Bro, ich würde dir keine Sekunde schlafen. Nicht für alle Teilnehmer. Otto hatte andere Pläne. Gib nur mal ein Video. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. Weil was ist denn los hier? Was ist denn hier los, Otto? Hier steht, es zeigt irgendwie 8.27 Uhr an. Was macht ein Otto jetzt hier für Freestyle? Das kann nicht stimmen, weil es einfach noch mitten tief in der Nacht ist. Und ich habe unfassbare Schmerzen im Rücken. Oh nein. Oberschenkel, ein Arsch und dann geh. Ja. Oh nee. Probiere ich das jetzt mal rauszuarbeiten mit im Gym. Das ist ja denkbar beschissenste Zeitpunkt für solche Schmerzen. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, als wenn jetzt noch was schief geht. Als ob jetzt noch, imagine, du musst in 10 Stunden ausgesetzt sein und jetzt könnte alles scheitern. Bro, aber Otto, auch so eine Maschine, dass er jetzt, er liegt so mit Schmerzen im Bett, kann nichts machen und er denkt sich, ja Bro, ins Gym, was soll ich sonst machen? Aber was Erfreuliches, will nicht meckern hier. Ich hatte ja gestern was Schönes vorbereitet, falls wir ja nachts geweckt werden. Ich sehe gar nichts. Ich Max und Jonas gesagt, ja, macht, kommt gern rein, aber ihr solltet für eure Sicherheit langsam reinkommen. Ja, ich weiß nicht, ob das so erkennen kann, aber das so. Hat irgendwas aufgebaut? Eine kleine Falle. Das klappert dann laut, wenn die reinkommen. Süß. Okay, süß. So, ich gehe mal ein bisschen austrainieren, das Zeug. Gehen tut tatsächlich besser, muss man sagen. Okay, gut. Übungen haben auch halbwegs gepasst. Gut. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Ich bin jetzt nicht der emotionalste Mensch. Aber ich mache mir. Bisschen Gedanken. Mir geht es aber nicht so gut zu wissen, mit so Schmerzen hier reinzugehen. Scheiße, und eventuell Digga. Die. Nicht die Show zu versauen. Klar, wahrscheinlich wäre es gut für die Story, wenn Otto am ersten Tag rausfällt. Nein, wäre nicht gut. Aber so habe ich mir das halt selber nicht vorgestellt. Otto, Junge, mach keinen Scheiß. Also, so blöd klingt, fühle ich mich gerade nicht ready, an der Insel jetzt teilzunehmen. Ja. Das ist scheiße. Oh mein Gott. Soll ich anders sagen, auch Otto kann mal down sein. Otto, Junge. Ich zieh mir jetzt Sachen an. Bin eh wach. Und in der Rezeption habe ich gesehen, haben wir 4 Uhr irgendwas. Jo, passt. Oh nein, Otto. Wenn ich einmal stehe und eine Stunde diese Schmerzen überwunden hat, dann habe, dann geht es. Und ich bin einfach hin und her gerissen gerade. Also ernsthaft, macht das so Sinn oder macht das keinen Sinn? Er überlegt echt wirklich, ob er jetzt nicht mitmacht. Der Ganze sagt natürlich Otto auf jeden Fall. Oh mein Gott. Scheißegal, wie die Schmerzen sind, scheißegal, was ist. 7 Tage kommt man immer durch. Und auf der anderen Seite denkt man sich, achte auf deine Gesundheit, Gesundheit Bro. Geht irgendwie vor. Safe. Aber da denke ich mir, was kann schon passieren? I don't know. We will see. Oh, fuck off, man. Digga, okay, der sieht aber, Otto sieht ready aus. Auch wenn er sich nicht ready fühlt, er sieht ready aus, Junge. Naja, dafür sieht es aus, nice aus. Ja, actually. Einer Stunde, 60 Minuten. Guten Morgen. Gleich die Kamera rein. Das ist Sabrina, heißt du, oder Sabrina Outdoor? In 15 Minuten unten. Sorry, Sascha Huber steht die ganze Zeit, hat noch ein paar Liegestütze für den Pump gemacht, steht eine halbe Stunde schon vor der Tür und wartet für diesen Shot. Okay, sorry, ey. 15 Minuten unten. 15 Minuten. Nicht trödeln. Kurz Licht. Alter. So ein Macher, Junge. So ein Macher. Oh mein Gott. Was geist das hier schon rum? Du sollst doch im Zimmer sein. Anderen Stuff hier rein. Okay. 15 Minuten unten. Seinen Namen weiß ich leider noch nicht. Das ist der Wildcard-Gewinner. Nicht trödeln.
Ist es jetzt soweit? Guten Morgen. Ey, jetzt mal den Vergleich Knossi und Sascha Huber. See no difference, bro. Bin ready. Ready machen, 15 Minuten unten. All deinen Scheiß hier rein. Was für ein Scheiß? Ja, alles, was du sonst nicht brauchst. Schon Dschungeluniform an? Nee, dein normalen T-Shirt. Deine Dschungeluniform packst du rein. Ja, natürlich. Dschungeluniform anziehen, deine anderen Sachen da reinpacken. Ach so. Knossi ist so also Dschungeluniform. Ja. Gut, bis gleich. Oh, Knossi war so verwirrt, Junge. Guten Morgen. Oh mein Gott, Digga. Jetzt auch nochmal den Unterschied von Knossi, der noch ganz im Schlafwandel ist. Die eine Hängetitte wieder, wie er immer selber sagt. Er sagt so, ja, was soll ich machen, okay. Und dann Otto, guck dich so an, Junge. Der Mann, der hat Todesschmerzen, guckt dich aber so an und ist bereit, dich zu zerfleischen. Angemalt, so wie er hier steht, war um 2 Uhr noch im Fitnessstudio. Ja. Er dreht den Spieß um, er sucht die Organisatoren. For real. 15 Minuten und? Fritz auch. Ich hab gerade meine 20 Minuten Achtsamkeitsübung gemacht. Das passt mir sehr gut. Junge, Fritz ist im Mind ganz fit. Der ist in den Mind-Games drin, Junge. Fritz ist super fit in dem Mind. 15 Minuten unten. Komplette Montur. Nova im Papa-Platte-Shirt. Sympathisch. Ein? Okay. Oh mein Gott, Junge. Holy shit, Digga. Imagine, du bist ein normaler Gast im Hotel und siehst Otto da. Den Mann, Digga, den Titan. Ready to rumble. Krass. Och, Knossi süß. Oh, wie süß, Junge, das ist süß. Süß. Ich glaube, Knossi ist mit allen gut connected, so. Hat sich viel ausgetauscht. Süß. Ja, Paulina schon. Boah. Komm, nur zurück, zurück, alles andere ist scheißegal. Diese Musik auch. Es ist so ein bisschen so ein bedrückendes Gefühl gerade auch. So ein bisschen beklemmt. 10.000 Euro. Dann sind wir beide. Und wenn wir beide bis Ende durchgehalten haben, ist es nichts. Wenn beide bis zum Ende durchhalten, ist nichts. Ansonsten zahlt der das erste rausfällt, dem anderen 10.000 Euro. Ja. Gib Hand drauf. Verletzungen. Ja. Ich stell dir mal vor, wirklich, du bist krank, jetzt Fieber. Machen wir alles außer Krankheit. Alles außer Krankheit und Verletzung. 10.000. Geil! Das ist super cool! Das bringt nochmal so einen extra Twist zur ganzen Serie. Das ist quasi nochmal eine Mini-Storyline, die wir auch in den Reactions im Kopf haben werden. Ich liebe das jetzt schon. So eine Mini-Extra-Challenge zwischen den beiden, wo die beiden einfach nochmal eine extra Motivation draus haben werden. Geil. Das ist cool. Ich fände es cooler, hätten sie gesagt, die 10.000 an eine gemeinnützige Organisation spenden vielleicht, aber auch so oder so coole extra Storyline quasi für uns. Geil. Sascha, denk dran, wenn die Sonne untergeht, schrei ich nach dir. Ich schrei nach dir. Oh mein Gott, wie episch ist das? Oh mein Gott. Wie episch ist das bitte? Das ist geisteskrank episch. Holy shit. Danke. Dieses Grill. Wandermut tut selten gut. Das ist krass, Junge. Das ist es. Das alle ist Kandidaten in einem Auto. Ja. Leute, wir sind's. Wir sind die Gruppe. Oh mein Gott, ist euch das Junge. Klar? Ey, wir halten alle durch bis zum Ende. Wir schaffen das alle. Ja. Weißt du, was ich meine? Das wird, ey, und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Und wir werden uns so viel erzählen. Wir sehen unsere Liebsten wieder. Ja. Die sind einfach da. Wir machen das. Wir machen das. Was soll passieren? Hoffentlich verletzt sich keiner. Ihr könntet sterben. Ihr könntet von einer tödlichen Spinne gebissen werden. Keine Ahnung, ein Krokodil könnte euch essen. Ihr könntet verhungern oder so. Ja, gut, verhungern vielleicht nicht, aber so, wisst ihr, was soll schon passieren? Ihr müsst nur eins überlegen. Ey, es gibt so viele, die kein Dach über dem Kopf haben, die leben das jeden Tag. Vielleicht nicht bei wilden Tieren, aber irgendwo. Boah, ey. Das kann man machen. Knossi gerade. Legt euch in den Dreck. Macht die Augen. Ja, aber es kann doch nach 7 Tage vergehen. Du auch mal nicht in der Hängematte. Knossi, Junge. Au. Knossi sprießt vor Euphorie, Motivation. Krass, Mann. Vielleicht unterschätzen wir auch Knossi ein bisschen, actually, ne? Der Mann kann sich durchbeißen. Was haben wir schon? Ja, fuck, Alter. Oh ne, was ist denn das? Oh ne, Alter. Habt ihr Stau oder was? Stau oder was? Boah, wie
episch. Wie episch ist das bitte? Das war die zweite Folge. Es ist geisteskrank, wie episch das ist. Es ist auch nicht mehr normal, auf welchem Level ich motiviert bin und auf welchem Level ich mich freue. Ich freue mich auf das gerade mehr als jede andere Serie, die irgendwann rauskommen könnte. Ich sag's, wie es ist. Das letzte Mal, dass ich so gehypt war, war nach Infinity War und vor Endgame. Ich sage es euch exakt so, wie es ist. Ich freue mich so krass. Samstag haben wir die allererste Folge. Seven vs. Wild. Am Sonntag um 18 Uhr ist meine Reaction online. Und ich sag's, wie es ist, wir werden nochmal am Freitag oder am Samstag werde ich nochmal ein Video hochladen, wo ich meine Prediction, bevor ich irgendwas von der Staffel gesehen habe, meine Prediction abgeben werde, wer wie lange durchhält. Und ich will, dass diese Prediction stimmt. Ich sag's, wie es ist. Ich bin sehr gespannt. Die Doku gibt unfassbar coole Einblicke. Wir werden, wie gesagt, auch alle kommenden Doku-Folgen zusammen ansehen, besprechen, uns Gedanken machen. Und ich freue mich drauf, mit euch zusammen die Folgen zu gucken, Theorien auszutauschen, zu gucken, wer wie weit kommt. Diese Nebenchallenge von Knossi und Sascha Huber finde ich jetzt schon super cool. Und einfach zusammen zu enjoyen, eine gute Laune und eine gute Zeit zu haben. Ich bin richtig gehypt, ich habe so Bock auf diese Serie, auf die Doku auch. Und ich habe einfach Bock, mit euch Seven vs. Wild Content hier zusammen zu genießen und dass wir zusammen eine geile Zeit haben, Mann. Ich freue mich drauf und ja, Mann, ich hoffe, ihr seid auch am Start. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall Freitag oder Samstag, bevor es richtig losgeht, mit meiner Prediction quasi. Wer kommt wie weit? Seven vs. Wild und meine Gedanken, so was ich mir erwarte und so. Ich will so ein paar Sachen, die ich im Kopf habe, die vielleicht passieren, so. Willst du einfach mal ausplaudern und mal ein bisschen gucken, was für Sachen davon vielleicht zutreffen könnten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt alle bitte so fresh und gut aussehend wie immer. Und ciao.